Na gut. Die Zigarette war lecker. Also gehen wir mal nachschauen. Laufen wir wieder zurück. Und Fenster auf den erledigen Mund? Olivia. Interessiert mich einen Scheiß, weil es alles Weiße sind. Hey, Rauchen in der Küche! Zur Hölle damit, Mann. Oh, nicht cool. Aber du bist der Koch. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Wieso, was ist los? Irgendwas stimmt nicht mit den Leuten. Wow, okay. Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Clarence Saber ist... Den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Dann gehen wir jetzt mal die Leute angucken. Ich würde es dir so gern zeigen. Alles ist verbunden, weißt du? Wir, du, ich, er. Alter. Wir sind alle verbunden. Was ist denn jetzt los? Alle schieben sie einen LSD-Trip. Guck sie dir an. Denk an deinen Rang, Junge. An was soll ich denken? Seht ihr auch die ganzen Lichter? Alle voll auf dem Trip, was geht? Voll abgefahren. Das nenne ich doch mal eine Party, ihr Snobs. Wir sehen uns dann am Sonntag in der Kirche. Naja. Verdammt, Donovan. Die Leute drehen echt voll ab. Ich sehe Remy. Hier stimmt was nicht. Warte. Bring mich hier raus, sofort. Ich bin Remy. Zusätzliche er Männer ist an der in meinem Körper. Keiner kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Und was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas befallen. Okay. Wie sie alle durchdrehen. Aber wo ist Olivia hin? Scheiße, das hätte ich nicht machen dürfen. Moment mal. Was? Oh. Oh. Tut mir leid. Tut mir so leid. Das schneidet er sich selber. Junge. Das ist echt hartes Zeug. Okay. Ist das für Miss Marcano? Ja. Ich meine, ja, Sir. Geh einfach durch. Okay. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Ma immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Hacht ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? In Ordnung, Großer. Zeit für einen Spaziergang. Finde ich nicht. Wenn wir... Na, ins Maul! Wow. Ah, wow! Jemand muss Mr. Carlo beschützen! Keine Munition mehr! Okay. War das eine Granate? Nein, war es nicht. Ja, versucht es! Wow. Okay, der ist am Boden. Ich bring dich selbst um. Ja, dann komm doch hoch. Komm doch her, Groß. Starke Frau. Wie oft soll ich dich noch durchlöchern, hä? Jetzt bist du nicht mehr so fröhlich unterwegs, hä? Ich hätte nie gedacht, dass du erschossen wirst. Ja, genau. Lusche hat mich von Anfang an total fasziniert. Er war so attraktiv. Ich war ihm verfallen. Er hatte nur die allerfeinsten Anzüge und immer die teuersten Autos. Es hatte alles etwas unglaublich Romantisches für mich. Da ist nichts Romantisches dabei, Leute zu berauben und zu töten. Jedem das Seine.
Für mich war das alles jedenfalls sehr aufregend. Buchstätte Gamo. Der Gamo? Der ist in einem Gebäude. Unten am Wasser. Was ist? Willst du mich nicht umlegen? Du bist die Mühe nicht wert. Okay. Alles klar, ich muss erstmal die Kohle hier mitnehmen und dann schnappe ich mir Degano. Was zum Teufel? Hä? Munition brauche ich auch. So. Ah, sehr schön. Mit Marcano, wir haben Schüsse gehört. Miss Olivia, sind Sie da drin? Nein. Yes, hier ist niemand. Da. Und tschüss. Abschlag. Okay. Das war Glück, ja. Moment. Lass er mich auch mit. Passt auf die Hütte auf. Er darf nicht in Ihre Nähe kommen. Ja, ja. Die Hütte also. Was habe ich da gerade gehört? Was hast du da gerade gehört? Vielleicht auch deinen toten Kumpel hier? Dem ich das Gesicht zerschmettert habe. Oh, guck. Jetzt habe ich wieder ein Messer. Sehr schön. Auf geht's zum nächsten. Und tschüss. Als Maul. Oh, Pumpgun ist besser vielleicht. Ach, egal. Mal mit dem Gewehr schießen ist auch keine schlechte Idee. Also, ich sag's nicht nochmal, Mann. Du überschreibst uns jetzt das Land, klar? Oder ich schwöre dir, ich brech dir jeden deiner verdammten Knochen, hast du gehört? Hm? Ich werde gar nichts unterschreiben. Au. Ich muss ihn rausholen. Was? Was zum Teufel war das denn jetzt wieder? Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, wo kommt der her? Alter, das gibt es nicht. Alter, das gibt es nicht. Wollt ihr jetzt alle hier reinkommen oder was? Lass mich heilen. Alter, meine Fresse. Wo bist du? Ja, geh in Deckung. Hey, ich sehe dich. Ja, ich dich auch. Bist du Bastard. Ja, wollen wir weiterspielen? Kein Problem. Ich mach das. Wechsle Magazin. Ja, ja. Was wolltest du machen? Oh, ich habe keine Granaten, nichts. Echt schade. Und los geht's. Ja, geh in Deckung. Verdammt. Oh ja, der hat Granaten, also. Ich nehme die Pumpgun. Nimm doch die Pumpgun. Oh, danke für die... Okay, wo ist der? Wo ist der? Wo bist du? Hier ja? Drüben. Ja, hier. Hier drüben. Ciao. Okay, das war's.
Okay, es sind nur noch 4 Schuss. Nehmt lieber die Halbautomatik wieder. Wo warst du? Hilf schon! Friss das, Arschgesicht! Ich geh in Deckung! Schätze, er hat's mit der Angst bekommen. Vielleicht findest du ihn ja. Meinst du? Wir versuchen's in dem Bereich. Wie komme ich da rein? Ich glaube, ich muss alle erledigen. Alle mir nach! Granate! Als Maul! Da ist noch einer. So, das war's, ihr Dreckschweine. Oder auch nicht. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Wo seid ihr denn? Oh, Granate. Mir egal, ich muss hier rein. Hat das wehgetan? Scheiße. Komm schon! Ich brech dir das Genick, du Penner! Ich schneid dich von oben bis unten auf, du Penner! Das war's. Ich muss ihn befreien. Tegamo, ich bring sie hier raus, aber wir müssen schnell machen. Makano schickt bestimmt noch mehr Leute. Ja. Ich mach jetzt weiter. Sie haben mich in meinem eigenen Wagen hergebracht. Er muss hier irgendwo stehen. Okay, wo ist er? Wo soll der sein, dein Wagen? Da ist er tot. Ich mach hier keine halben Sachen. Ist er das? Oh, scheiße. Einsteigen, los. Oh Gott, und los. Meine Hand ist kaputt. Ich habe Remy kaum gekannt. Und tschüss, das war sein. Ach, Kacke. Kacke, 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 Kacke. Oh, das war nichts. Lass mich heraus, die Cops können mir helfen. Nein, keine gute Idee. Ich habe gerade eine Menge Menschen getötet. Okay. Ja, eine ganze SWAT-Einheit ist hierher unterwegs. Okay, geschafft. Aus dem Weg. Oh. Alter. Keine Ahnung, wo ich hinfahre. Oh. Weißt du nicht, dass ich verletzt bin? Doch, ich habe nur keine Ahnung, wo ich hinfahren soll. Fahr mal hier hoch. Der Sichtkontakt ist verloren. Auch nicht schlecht. Ach, egal, ich muss hier wieder durch. Scheiße, und schon haben sie mich wieder. Nichts wie weg hier. Scheiße, Straßensperren. Das ist keine gute Idee. Lass mich aus, verdammt. Was glaubst du, wie lange du da draußen überlebst? Makano gibt keine Ruhe, bis er dich gefunden hat. Mir die Hand gebrochen. Ich bin nur noch heim. Ich weiß. Pass auf, ich habe da einen Freund, der wird dafür sorgen, dass du erstmal in Sicherheit bist. Wenigstens so lange, bis sich alles beruhigt hat. Okay. Gut. Das Leben gerettet. Ich gönne dir. Du hast ja nicht unterschrieben. Das war das Glück für mich. So haben wir Makano mal wieder ein Steinchen in den Weg gelegt, sein Scheiß. Casino zu bauen. Okay. Was wurde aus Steven DeGarmo? Lincoln hat ihn angeschleppt und ich habe ihn weggeschafft. Also wissen Sie, wo DeGarmo ist? Das werde ich euch Arschlöchern verraten. Guten Morgen, Miss Makano. Ich bringe Ihnen das Frühstück. Dann lassen wir mal ein bisschen frische Luft rein. Und etwas Sonne kann auch nicht schaden.
schon besser. Sie behaupten also, dass Lincoln Clay Mrs. Marcano nicht umgebracht hat? Er hat Frauen nur umgelegt, wenn es gar nicht anders ging. Fällt mir sehr schwer, das zu glauben. 1967 waren wir mal in einer Bar in Saigon und so eine Schlitzaugennutte wackelt auf uns zu. Ihr Minirock geht kaum über den Arsch und sie will jedem von uns einen blasen. G.I. wollen Sucky Fucky? Hm? G.I. wollen Bum Bum? Auf einmal zieht sie eine Granate. Drei Jungs sind sofort tot. Ein paar Marines in der Bar wollen sie köpfen, auf der Stelle. Aber Lincoln, der hält sie auf. Er hält die Marines in Schach, bis die MP eintrifft. Warum sollte er Olivia Marcano umlegen, wenn er es bei dieser Drecksschlampe auch nicht getan hat?